Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Gute Nacht, Jody. Und wir schlafen. Ein bisschen Feuer umgucken, weil irgendwas sich verändert hat. Ne, die Türen sind alle noch ruhig. Wir sind alle zu. Warte mal, kann ich ein bisschen Wallhack. Der Controller vibriert wie blöd gerade, weil ich in der Tür hänge. Wir sehen nichts Besonderes. Ich gehe mal raus. Weil wir bleiben natürlich in. Der hat abgeschlossen. Eingesperrt. Das finde ich nicht gut. Also darum beten, mach mal die Tür nicht auf. Ah, mich einfach mal einsperren? Nein. Dann kann ich ja auch die Tür öffnen, weil wer so wenig Vertrauen mir entgegenbringt, er ist natürlich. War das gut? Weiß ich nicht, der hat sich auf jeden Fall erschreckt. Ich gucke jetzt erstmal vorher, bevor ich durch die Tür gehe. Also, eine Anklopfe. Was hier passiert. Der sitzt da nackend auf dem Tisch. Ach, auf dem Tisch natürlich. Diese gepolsterten Tische, die die meisten Leute haben. Die sitzen auch alle. Keiner schläft. Und die unter dem Bank. Unter der Bank. Ich geh mal zu der Oma. Sie schläft auch nicht, okay. Komm, wir gehen mal nach außen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir da irgendwas verändern können für die hier. Weil anscheinend haben die echt Angst vor dem, was da draußen ist. Vielleicht ist das auch ein wahnsinniger Fehler, den wir hier gerade machen, aber ich habe bisher immer safe gespielt oder meistens safe und jetzt müssen wir mal einmal auch was Dummes machen. Ne? Okay. Was machst du denn hier? Ich sagte, bleib im Zimmer! Was zur Hölle war das? Geh wieder ins Bett. Du kannst morgen gehen. Esse? Was war das? Hätte ich mit Aiden vielleicht vorher mal ausspionieren sollen? Ja, hätte ich. Definitiv. Aber zu spät. Mich würde ja mal interessieren, warum man unten so einen Knoten in den Gürtel. Was macht die da? Warum man da so einen Knoten in das T-Shirt knotet? Ist das dann, damit es unter dem Bauch irgendwie hängen bleibt oder so? Damit es unten fester sitzt? Ich verstehe die Logik nicht. Naja. Wir stehen mal auf und müssen uns ja natürlich auch ein bisschen umziehen. Aber warum macht man da so einen Knoten rein? Das, vor allen Dingen, ich stelle mir das schwer vor, so nachts, wenn du dann auf den Knoten dich so drauflegst. Ich glaube, das wäre unangenehm, oder? Ach, hell.
Ich würde ja gerne mit der Oma nochmal sprechen. Hauptsächlich, weil die gesagt haben, ja, wundere dich nicht, wenn sie nicht antwortet. Was? Okay. Diese Gestalt hat es also irgendwie doch auf uns abgesehen. Oder so. Geht natürlich. Und du, Leute? Hallo? Okay. Der ist ein bisschen weltlicher unterwegs anscheinend. Das ist der, der diese Essay-Dingens gemacht hat. Geste. Kann ich die Tür öffnen? Nur mal so aus Spaß. Aber sonst kann ich hier natürlich auch nicht. Ich finde es natürlich in dem Sinne schön, dass. Also hier ist jetzt fixierte Kamera. Ich kann die nicht drehen, nichts. Also so ein bisschen. Aber durch Aiden kann ich natürlich mir alles noch mal ein bisschen genauer anschauen. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, ich. Das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Kaffee. Ich bin neu hier, ich kenne mich nicht so aus, oder? So, Kaffee. Und was wäre, wenn ich einen Tee haben wollen würde? Aber ich glaube, ich brauche keinen Tee. Schnell noch einen. Und noch einen. Ja, lecker. Erstmal den Kaffee stürzen. Ihr kennt das ja. Obwohl, im Prinzip ist das total logisch, weil das machen viele, viele, wie heißt es, Gesellschaften? Nein, Zivilisationen, sag ich mal, die im wärmeren Gefilden wohnen, machen das tatsächlich relativ viel, dass die mittags, wenn die Hitze eigentlich am größten ist, dann setzen die sich in kleine Hütten oder Zelte oder Häuser oder was auch immer und trinken dann brachial heißen Tee oder Kaffee mit allem Mann. Und das Witzige ist, das habe ich in Ägypten auch mal machen dürfen. Und also was heißt machen dürfen? Da war halt Mittag und da wurden uns von so einem Händler hier Kaffee oder Tee angeboten und da hatte ich einen Apfeltee. Und dieser Apfeltee, Apfel, ne, diese grünen Dinger an einem Baum, nicht das Zeug, was man nimmt, um dann auf der Schüssel zu sitzen. Ein Apfeltee. Und dann habe ich den getrunken und vorher waren draußen. Waren, glaube ich, also vorher und nachher beides mal um die 40 Grad Celsius. Also war wirklich, wirklich nicht kalt. Und ja, dann gehst du nach draußen und du hast eigentlich diesen Tee getrunken und du schwitzt innerlich und denkst schon, du bestehst aus Schweiß und willst da raus und willst einfach sterben. Und dann gehst du raus und dann war das voll angenehm. Also voll angenehm ist natürlich bei 40 Grad im Schatten, war ein bisschen übertrieben vielleicht, aber es war halt wirklich angenehm. Und das war, lag, glaube ich, an dem Tee. Naja, besten Dank für den Kaffee, mein Herr. Ich habe den natürlich genossen, nämlich mit drei großen Schlucken so richtig schön runtergenossen. Kennst du? Und ich mache mich mal auf den Weg, ne? Willst du dich nicht noch bedanken, Jody? Das macht man so in der zivilisierten Welt. Ich bin dann mal weg. Danke. Geht doch. Hier gibt es eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ach, weißt du was? Ja. Ja. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Ja, zieh die mal ein bisschen mehr punkig an. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin.
Klar. Nebenbei, ist das wirklich El Chupacabra dann? War das doch der Ziegensauger, wenn du da die eine... Das ist natürlich keine Ziege, hallo. Aber trotzdem. Ich soll Wasser holen, deswegen ich muss beweisen, wie gut ich Wasser Hi. Holen kann. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Sie ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Gerne Dreieck drücken. So eine. Kann ich das jetzt? Nee, kann ich wahrscheinlich nicht. So eine Aiden unterstützte, wir reden mal miteinander. Was, wie wir das auch bei Stan gemacht haben. Weißt du? Ah, wir sollten die Ziegen nicht warten lassen. Wir müssen ja selber auch Wasser holen. Hm. Und wupp. 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 Ja klar, wenn es für uns selber, wenn es Arbeit wird, dann ist es ein Quicktime-Event. Vorher war das für uns keine Arbeit und dann war es kein Quicktime-Event. Ja klar. Aber quer über den Hof, das ist ja schlimm. Hätte er uns mal warnen können, dass das so anstrengend wird, oder? Ist ja schlimm. So, du bleibst da so eine Weile. Ja. Das scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Danke, Jody. Oh. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Hm. Guck mal, wir haben unseren ersten Fan. Also er scheint begeistert zu sein, dass wir da bleiben. Ich habe die Namen leider alle vergessen. Und zwar durch die Bank. Ich weiß nicht, wie einer von denen auch nur heißt. Die heißt irgendwie oder so, weißt du? Und Cody ist einer, aber ich meine, Cody ist der, der gerade meint, ist ja toll, dass du da bist. Aber schwierig zu merken. Da oben haben wir, ja, was haben wir denn noch? Ein Motorrad? Ja, das, also der Reifen wird auf das Motorrad nicht passen, da muss ich euch leider enttäuschen. Das heißt, in der nächsten Zeit werden wir wahrscheinlich keine Motorrad-Action haben. Hilf mir, Aiden. Hilf mir. Ich nehme natürlich nicht den, der uns direkt vor der Tür steht. Verdammt, sagte Aiden. Nur ein Ballen, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Das war doch nur ein Ballen, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Ich meine, wir haben nur einen Ballen runtergeballert. Ja, siehste. Ich bin mir sicher, hätten wir den anderen genommen, den anderen Punkt, dann hätten wir die von der Leiter runtergeballert. Das wäre schlecht geworden. Mahlzeit. Ihr macht Pause, ne? Ich liebe das ja, wenn irgendjemand sagt, kannst mir helfen. Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Alles klar. Nee, kennt bestimmt jeder, der Eltern oder Geschwister hat. Nach dem Motto, könnt ihr mir mal kurz helfen? Und dann gehst du hin. Und, sind die beide tot? Scheiße. Ja, gehst du hin und du hilfst und die anderen hören einfach auf zu arbeiten. Sind dann, was weiß ich, gerade weg auf Toilette oder. Pack's irgendwo hin. Danke, Jody. Bitte sehr. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich habe hier noch zu tun. Okay, na dann. Das ist eine Arbeitsmoral, die ist klasse. Sowas muss man machen und nicht dieses, wo ich gerade sagte, von wegen, ja, du hilfst und dann sind die plötzlich weg. Und für mich, ich möchte mir das nochmal anschauen. Darf ich? Das sieht echt nicht gut aus. Aber wir können uns natürlich per Aiden mal anhören, was da so passiert ist.
so schön auf die Birne. Was war das? Hey Jody, komm hier rüber. Muss erst noch mit den toten Schafen hier kuscheln. Was bestimmt nicht creepy oder komisch rüberkommt oder so. Ja, ich habe den Controller nicht verändert. Die bleibt einfach stehen. Das meine ich so manchmal. Ich meine, es geht natürlich jetzt auf um die Story und das Grafische und so weiter. Da ist natürlich das Gameplay. Es kann schon mal schnell dann ein bisschen auf der Spur bleiben. Setz dich doch. Danke. Aber ist schade, wenn das passiert. Shimizani. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Ranch? Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde. Ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Erscheinung? Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. So siehst du aus. So siehst du aus. Keine Ahnung, wovon du redest. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Und deswegen die Schnitte. Du immer so viele Fragen? Ja. Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Huh? Stopp. Frag mich. Behalte deinen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldige so mich, aggressiv ich muss sein. Arbeiten. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja. Ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Paar durch. Wir sehen uns. Oh, na toll, Jody. Nur fürs Protokoll. Schafe habe ich nicht mehr angeklickt. Das haben die selber. Hat das selber entschieden, dass ich das sagen soll. Und ja, mir war schon irgendwie klar, wenn ich zu viel zu dem Thema frage, vor allen Dingen zu einem Thema, wo der vorher gefragt hat. Mal sehen, was Jay macht. Blöder Stuhlkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Arschki. Arschki. Das finde ich viel zu witzig. Das ist nicht gut. Hey, Arschki. Na, Arschki. Hab keine Angst, ich komme jetzt drüber zu dir, okay? Okay. Nein, Aiden. Das müssen wir zwei allein ausmachen. Na, Arschki? Schönen Seitenscheitel hast du da. Ne? Siehst du, Arschki? Gar nicht so übel, oder? Dann gib's zu. Du magst mich eigentlich, ja? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Hm,
Ich glaube, Aiden möchte reiten gehen. Naja, ernsthaft? Ja, komm. Bring ihn auf die Koppel. Bringen wir den mal auf die Koppel. Die Koppel. Ich bin, man darf es kaum vermuten, ich bin nicht unbedingt sehr bewandert mit, ja, es ist Pferd. Vokabeln? Kann ich die Tür aufballern? Nee. Koppel, ich fühle mich gerade ein bisschen doof. Wo müssen wir hin? So. Jay? Wie lang? Nee, muss ich doch vielleicht durch die Tür? Bin ein wenig verwirrt. Okay. Das ist nicht die Koppel, das ist der Stall. Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Das hast du. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. It is first. Kein Problem für mich. Hauptsache, da sind keine Kameras. Ich bin immer noch so ein bisschen von dem, in Anführungszeichen, Kinderzimmer überwältigt. So, hinter der Scheune. Guck mal hier, da können wir doch rein. Oh, guck mal. Das ist ja... Also, um ehrlich zu sein... Ich fände das, glaube ich, mega stark. So mitten in der Sonne, im Dingens hier duschen. Ich glaube, das wäre ein interessantes Erlebnis. Außer, dass Jay gleich kommt und zuguckt. Das wäre wahrscheinlich nicht so cool. So. Ich finde persönlich, es gibt, glaube ich, nichts Besseres, als wenn man verschwitzt ist und einen guten Tag Arbeit gemacht hat, also wo man wirklich gut gearbeitet hat und dann unter der Dusche, aber nicht unbedingt mit so einem Typen dabei. Crown. Die Krone. Crown Victoria.